So, hi Leute, heute schauen wir uns die How to Mat Bücher an, die heute bei mir angekommen sind. Und ja, ich gucke mir einfach die mal an. Ich sehe die heute zum allerersten Mal, also ihre neue Collection. Ich glaube, ja, grundsätzlich einfach alle, also wirklich alle zum allerersten Mal. Ich gucke aber mal, was ich davon halte, ich gebe euch einfach meine Meinung dazu, würde ich empfehlen, die zu kaufen. Genau, Video ist auch überhaupt nicht gesponsert, das heißt, ich kriege kein Geld dafür. Also ihr könnt da, man kann da wirklich nicht sagen, dass ich da irgendwie von der Meinung irgendwie beeinflusst wäre. Ja, genau. Erstmal, das ist sehr viel Papier. Kurz mal, wieso mache ich überhaupt dieses Video? Ich kriege von extrem vielen Leuten auf Instagram immer wieder die Frage, hey Karim, was hältst du von diesen Büchern, soll ich mir diese Bücher holen? Und bei den How to Mats kommt das halt auch immer wieder sehr, sehr oft, diese Frage. Und klar, irgendwie ist es halt auch selbstverständlich, dass man das fragt, weil, ja, ich meine, man kann das halt nicht wissen, sondern indem ich vorher getestet hatte, war bei mir vorher genauso. Und man will da halt natürlich auch nicht irgendwie unnötig Geld ausgeben für die TMS-Vorbereitung, weil man ist Schüler oder irgendwas so zwischen Schule und Studium, also noch weniger Geld als Student hat man dann, das ist echt wenig Geld und dann will man natürlich kein Geld verlieren. Genau, und wie gesagt, deswegen habe ich den einfach dann angefragt, so hey, habt ihr Bock mir einfach mal eure Bücher zu schicken, damit ich den Leuten ihre Fragen beantworten könnte? Die so, ja klar, kein Ding, sehr cool, wir lieben deine YouTube-Videos. Nein, das haben die nicht gesagt, aber ich wünsche mir, sie hätten das gesagt. Spaß. Ich hole mal jetzt die Bücher hier raus. Oh. Also erste Sache, die man echt sagen kann, sind es sehr schwer. Nein, zweite Sache, also erste Sache, das Design ist schon richtig nice. Also hier kann man ja zeigen, so hier Muster zuordnen, Matnaht, Schlauchfiguren etc. pp. Also Design ist richtig nice und das ist halt auch echt, muss ich sagen, wirklich eine wichtige Sache schon. Das merke ich jetzt vor allem im Studium so. Als ich noch mit Büchern gelernt habe, habe ich immer mit denen gelernt, von denen ich halt fand, okay, die sahen am coolsten aus. Also es gab bestimmte Lehrbücher, die waren halt wirklich top. Richtig, also keine Ahnung, für die, die vielleicht schon ein bisschen Ahnung haben. Benninghoff Drenkran zum Beispiel. Richtig gutes Anatomie-Lehrbuch, aber ich habe das Ding nicht einmal aufgeschlagen, weil das so hässlich aussah. Und ja, deswegen ist es halt wirklich wichtig, sich mit, also sagen wir mal, schönes Lernmaterial das zu haben. Das ist sehr, also es ist nicht wichtig, es ist halt sehr, sehr hilfreich, weil die eigenen Lust dann wirklich zu lernen ist nochmal gesteigert. Und wenn du noch mehr Bock hast zu lernen, dann lernst du auch besser, ist auch noch wissenschaftlich bewiesen und sowas. Ja, kurz bevor ich jetzt alle Bücher zeige, so was ist überhaupt How to Mat für die, die es überhaupt nicht kennen. Also How to Mat wurde von zwei Mädchen gegründet, Tanja und Vera. Wir haben auch alle drei zur selben Zeit damals TMS geschrieben. Also ich habe jetzt nicht mit denen, also wir haben nicht im gleichen Raum geschrieben, aber wir haben alle nicht am selben Tag, aber zu in derselben Saison, 2019 glaube ich war das, vor zwei Jahren, boah ist schon, oder nee, 2020 war das glaube ich, genau 2020, beide haben auch 198% erreicht, das heißt sind auch Top-Absolventen und das finde ich so gut, weil das halt, das hat mir echt so in der TMS-Industrie gefehlt, sodass wirklich die, in Anführungszeichen, wirklich die halt wirklich bewiesen haben, dass sie etwas im TMS drauf haben, dass die endlich mal Material rausbringen oder dass die, sagen wir mal, die neue Generation an TMS-Teilnehmern ausbilden. Das ist halt auch einer der Gründe, wieso ich halt selber TMS-One-on-One-Coachings mache, weil ich halt einfach glaube, okay, ich habe mit 100% schon so gezeigt, okay, ich habe schon eine Ahnung bei TMS-Vorbereitung, ich weiß, was man halt wirklich machen muss, um auf diese hohen Ergebnisse zu kommen. Deswegen, wenn ihr Interesse daran habt, dann einfach unten in der Beschreibung lesen, dann oder mir einfach auf Instagram schreiben und dann kann man das vereinbaren. Genau, und die haben diese Bücher dann jetzt, vor einem Jahr haben die damit angefangen, da vor einem Jahr gab es noch nicht alle, aber schon einige so, ich glaube, vor allem in den kleinen Untertests gab es mehrere. Und ja, und dementsprechend, dadurch, dass sie halt auch so neu auf dem TMS-Markt sind, war es auch schon so, dass sie auch schon letztes Jahr total auf dem TMS-Niveau angepasst worden sind, weil das war bei vielen Anbietern, ist mir das selber aufgefallen, so nachdem ich mein TMS geschrieben habe, okay, ungefähr so 70% aller Bücher, die ich gehabt habe, waren schon leichter. Also dann halt letztendlich diese 30%, ne, Pareto-Prinzip, eigentlich 20%, aber egal, die mir dann wirklich geholfen haben, da auf das hohe Niveau zu kommen. Ich habe jetzt von denen hier dieses Komplettpaket bekommen, das heißt alle Bücher zu jedem Untertest, bei denen gibt es außerdem noch auf der Seite das Sprintpaket und das Marathonpaket. Marathonpaket, das sind, sagen wir, alle Bücher zu den großen Untertests und Sprintpaket ist das zu den kleinen Untertests. Ja, also ich glaube, die Begründung war einfach, okay, Sprintpaket dann einfach die kleinen Untertests anzunehmen. Also die kleinen Untertests, wenn man nur wenige Zeit hat, um sich vorzubereiten, einfach nur noch mit den kleinen arbeiten oder wenn du halt immer nur die großen haben willst und dich irgendwie dafür vorbereiten willst. Ja, aber ich gehe eigentlich grundsätzlich immer für Komplettpakete, aber ja, schauen wir uns die mal an. Taschenmesser hier, mein Schweizer Taschenmesser, das mir meine Freundin mal geschenkt hat. Ach, das habe ich glaube ich auch noch nie erzählt, ne?
Ich habe hier auf das ist voll eine coole Sache, die man machen kann. So, man kann auf ein Schweizer Taschenmesser, also hat meine Freundin gemacht, ich weiß nicht, ob man das sieht. Das Spiegel ist wahrscheinlich zu sehr, das sieht man nicht, aber hier ist auf jeden Fall ein Datum eingraviert, das Datum, an dem ich und meine Freundin zusammengekommen sind. Aber das kannst du überall machen. Du kannst dein Taschenmesser eingravieren lassen. Aber ich weiß nicht überall, aber an sehr vielen Orten. Und das ist mega nice. So, machen wir mal auf. Muster zugeordnet. Boah, ich will die jetzt nicht kaputt machen. Nachwuchschirurg hat erfolgreich die äußere Hülle durchschnitten. Oh mein Gott, ganz ehrlich, ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe das Design. Aber es geht hier nicht nur ums Äußere, ne? Wie viele Simulationen haben wir hier schon mal? Also schon mal 12 Simulationen, das heißt, was Musterzuordnen angeht, da schon so eigentlich im oberen Bereich von der Anzahl. Genau, wir haben hier diese typischen Sachen, die man am Anfang hat, dann außerdem dann nochmal so hier einzelne Tests zu den, also einzelne Tipps, aber außerdem hier, das sind glaube ich die allerersten und die einzigen, die das gemacht haben, hier Muster zuordnen, hier Kreuzblick, ich hoffe man kann das so lesen, das kann man schon mal definitiv sagen, Bearbeitungsstrategien haben die deutlich bessere als, also nicht unbedingt mehr, muss aber auch nicht sein, sie haben deutlich bessere, ja ach und die haben hier außerdem dann nochmal, auch ganz cool so, alle möglichen Fehler auch nochmal im Bild gezeigt. Also, ja, warte mal, ich hoffe, man sieht das gut. Also, ob es jetzt, keine Ahnung, Objekt entfernt, Objekt hinzugefügt, Objekt gedreht, erweiterter Rand, Vergrößerung, Verkleinerung, veränderte Zeichen, Kontraste, Verschiebung, Verbindungen. Okay, also alle 12, ich weiß nicht, ob es alle, aber auf jeden Fall 12 der möglichen Fehlermöglichkeiten. Also, nicht schlecht. Also, Tanja Vera und außerdem noch die beiden anderen, warte mal, Marita und Laurent. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Vom Niveau her finde ich es eigentlich auch so, ist eigentlich relativ TMS-Niveau, würde ich eigentlich schon sagen. Ist eigentlich so. Also ich brauche schon jetzt, ich kann die Dinge jetzt nicht so direkt alle auf dem ersten Blick so erkennen, weder jetzt vorne noch hinten so, aber es ist auch nicht so, dass es vollkommen krass übertrieben ist, also eigentlich TMS-Niveau angepasst. Diese Musterlösung haben die halt nicht hier hinten drinne, sondern auf ihrer Internet-Webseite stand jetzt irgendwo, ich glaube am Anfang habe ich das gelesen, finde ich auch gut, ne, weil Umwelt und sowas ist ganz wichtig, aber zumindest haben sie noch die richtigen Lösungen, also die Ankreuzlösungen, also Muster zuordnen, definitiv. Empfehlung. Weiter geht's. Ich mache heute auch, während ich hier das nächste Buch hier aufmache, das ist heute das erste Mal, dass ich ein Video früh am Morgen mache, ne? Weil ich bin jetzt in meinen Semesterferien, endlich. Und das ist das erste Mal, dass ich ein Video so um, wie viel Uhr haben wir jetzt? 10.15 Uhr haben wir jetzt. Das ist das erste Mal, dass ich so früh ein Video mache. Da merke ich auch, dass ich total deutlich mehr Energie habe, als wenn ich irgendwie die Videos so um 18, 19, 20 Uhr mache. Da bin ich eigentlich so, ja, kann es kaum erwarten, dass das Video rum ist. Aber jetzt Mednat. Ah, okay, und die haben hier vorne auch immer, weil hier stand da eben stand da noch Marita. Übrigens, Marita zum Beispiel von dem Medkurs, von How to Med, die hat mir letztens auch, die hat letztes Jahr TMS geschrieben und die hat mir auch auf Instagram Nachrichten damals noch, wir haben damals über Instagram geschrieben, so, ich habe hier Tipps gegeben für die Vorbereitung und zufälligerweise habe ich dann erfahren, dass die dann halt bei den How to Meds eingestiegen ist. Also, das hat mich nochmal so richtig persönlich gefreut, das war richtig cool so. Die haben hier außerdem nochmal so aus dem Med.at, das ist auch cool, weil der Med.at ist ein bisschen anders als der TMS, aber der Untertest Medizin und Naturwissenschaft, dieses Grundverständnis ist ein bisschen ähnlich zu einigen Sachen, die man im Med.at hat. Ich bin da jetzt nicht so ein Profi, ich habe da keine Ahnung, aber hier haben die auch Top-Absolventen. Also einmal die Person, die zweitbeste, Sophie, zweiter Platz im Med.at, dann der Marian, das ist schwer in der Kamera zu lesen, dritter Platz, also außerdem auch nochmal so Top-Absolventen. Also echt nicht schlecht so. Grundsätzlich kann man echt sagen, dass die How-to-Meds in der Ausführlichkeit, wie man halt Strategien anwendet, dass die da deutlich besser sind. Also die machen mir gleich mit meinen Videos auch da Konkurrenz, aber ist halt auch klar, also ich meine, um, sagen wir mal, hohe Ergebnisse zu kriegen, ist es halt so, es gibt ja jetzt nicht nur eine Methode, aber alle Methoden folgen halt grundlegenden Prinzipien. Also, ja, nicht schlecht, also definitiv besser als, sagen wir mal, ich werde da jetzt keine Namen nennen, aber als so vielleicht andere Reihen, die meisten halt so zu Beginn nehmen. Ich denke mal, die meisten wissen auch, wen ich meine. Und was sie hier auch gemacht haben, bei den meisten Anbietern ist es so noch, dass früher sehr viel bei Mentat immer diese typischen Single-Choice-Aufgaben sind. Also du hast eine Frage und fünf Aussagen. Bei denen ist es ja so, dass der allergrößte Teil, dass es diese Multiple-Choice sind. Also du hast, keine Ahnung, Aussage 1, 2 und 3 und dann hast du die fünf Antwortmöglichkeiten. Keine Ahnung, Aussage 1 und 2 sind richtig oder Aussage 1 und 3 sind richtig oder alle Aussagen sind falsch, alle sind richtig. Und das ist halt, genau so war das dann halt auch bei mir im TMS, also das, von den 24 Aufgaben 20 Stück diese Multiple-Choice waren und die restlichen 4 dann Single-Choice. Wie viele Simulationen haben wir hier? Okay, 5 Simulationen, ich merke recht den Sinne, 5 Simulationen ist halt auch, das ist eigentlich so der Durchschnitt, was Mednat so angeht. Also auch von der Anzahl passt das hier so. Was ich halt gut finde, ist, dass sie halt von den Themen hier sehr, also sehr variabel sind. Also jetzt nicht so, dass du immer wieder so, keine Ahnung, du hast dreimal
viermal Lunge und dann habe ich nur verschiedene Bereiche. Das sind wirklich so alle verschiedenen Bereiche, die man vielleicht in der Physiologie, Anatomie, Biochemie finden kann. Also sowas ist halt immer so, das finde ich immer gut, weil man so halt, wenn es Leute gibt, die irgendwie zusätzlich noch ein bisschen lesen wollen, sich informieren wollen, YouTube-Videos gucken, kann ich empfehlen. Die sind, also das ist bei sowas dann immer sehr hilfreich, dass man da hier reingucken kann, weil hier immer so viele verschiedene Themen sind. Genau, so viel zu MedNut. Achso, das hatte ich auch noch vergessen zu sagen, also die Lösung, also ich habe die Bücher eben noch gerade aufgemacht, die Lösung hatte ich mir aber schon im Vorhinein angeguckt, als ich mit dem besprochen hatte, okay, wollte ich mir die Bücher zusenden. Und die, also die sind bei denen auf der Website, ne, finde ich ja gut wegen, sag schon, wie heißt es nochmal, Umwelt und sowas. Was ich halt da voll gut finde, ist, die sind halt deutlich, also die sind einfach gut. Also ich habe, wenn ich die jetzt da durchlese, ist es jetzt nicht so, dass mir irgendwie aufgefallen ist, so, unlogisch oder erklärt jetzt hier nicht so gut, also passt, aber wie gesagt, also was soll man auch erwarten, ne? Also ist wirklich gut so. Gehen wir mal weiter mit Schlauchfiguren. Ich hätte jetzt wahrscheinlich ein bisschen schneller anfangen durchzugehen, weil ich sehe schon, ich nehme gerade 18 Minuten auf und ich habe keine Lust, dass ich hier so ein 40-Minuten-Video mache. So, Schlauchfiguren, ein Test, mit dem ich eine sehr, sehr ambivalente Beziehung habe. Werde ich vielleicht irgendwann mal auch erzählen, wieso. Also ich habe das letztes Jahr schon mal erzählt, aber dieses Jahr, wer weiß, ob ich es nochmal erzähle. Okay, Schlauchfiguren, hier auch gut. In Schlauchfiguren haben die hier auch nicht so viel dazu geschrieben zur Bearbeitungsstrategie. Ganz simpel, weil es da halt einfach auch nicht so viel gibt. Ich weiß nicht, ein oder zwei Buchreihen habe ich mal gehabt, also nicht ich selber in der Vorbereitung, aber habe ich mir mal so angeguckt, wo die halt aus welchem Grund auch immer zu Schlauchfiguren genauso viel hatten wie zu Musterzuordnen sowas, obwohl man halt bei Musterzuordnen viel mehr zur Bearbeitungsstrategie sagen kann. Und das ist halt einfach so, in Schlauchfiguren hast du halt keine so, ja, krasse Möglichkeiten, dann eine Strategie zu beeinflussen, zu bearbeiten. Das sehe ich gerade hier auch zum ersten Mal. Aber jetzt erkenne ich auch, was es ist. Hier, die haben ja außerdem noch am Ende immer noch so diese Tipps und Tricks von Top-Absolventinnen. Klar, man muss ja auch auf der eigenen Marke spielen, dass man wirklich zu den Besten gehört. Und hier ist auch so, in meinen eigenen Coachings, CMS-Coachings, habe ich immer so bestimmte Übungsmethoden, also bestimmte Trainingsmethoden, die ich anwende mit Leuten, um halt, wenn sie bestimmte Schwierigkeiten, was weiß ich, bei Schlauchfiguren haben, so, um diese Fehler oder diese Fähigkeiten auszubilden. Und jetzt sehe ich, dass eine von diesen Methoden, die ist bei denen da auch jetzt da drin. Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, was, weil, hey, das muss ja geheim bleiben, so. Aber, ja, also erstmal so Einleitung finde ich gut. Und Niveau her, ja, hier ist es so, anders als bei den anderen beiden ist es halt hier schon so, finde ich, dass du nicht diese extrem krass schweren Dinge hast. Also ich weiß noch, letztes Jahr, als ich zum Beispiel diese Aufgabensammlung von Matrix hatte, da hast du einfach diese, manchmal auch so riesige Kugeln so. Die sind wirklich schwer, hast aber so auch nicht im TMS. Aber die waren wirklich schwer. Und hier hast du schon so diese schweren, aber diese schon noch TMS-nahen Sachen, also hier, wo es halt wirklich schon so solche Knäuel sind und nicht diese gigantischen Kugeln, wo du halt kaum irgendwas erkennen kannst. Also trotzdem zwar noch genügend, um irgendwie zur Lösung zu kommen, aber ja. Ganz im Ernst, wenn ich mir sowas angucke, kriege ich wieder so Lust, wieder selber anfangen zu trainieren. Aber Schlauchfiguren, muss man nicht viel sagen, kurzes Fazit. Man hat hier nicht diese überkrassen, total schweren Dinge, aber die sind definitiv hier auf dem typischen TMS-Niveau. Auch komplett konsistent, also jetzt nicht so, dass sie am Anfang ganz einfache Sachen haben oder jetzt nicht, kein riesiger Unterschied so. Das heißt trotzdem, dass man dann noch gut was trainieren kann. Weiter geht's zu Quanti. Ja, der Lieblingsuntertest, ne? Wer liebt Quanti nicht? Frag mich, ob das irgendeine Bedeutung hat, dass man auf Quanti so ganz viele Pillen auf dem Bild gemacht hat. Okay. Die haben ja eigentlich alles so, was man wissen muss, diese Sachen. Das ist halt auch so eine Sache, die ich halt echt gut finde. So. Bei anderen Übungsreihen ist es halt so, dass du ganz oft, oder bei einigen, hast du halt am Anfang dieses Quanti-Ding so, um, kann vielleicht um das Buch dicker zu machen oder auch immer, hast du halt diese einmal so, okay, die wichtige Sachen, die man halt wissen muss, so zu Quanti, was weiß ich, Potenzgesetze so, haben die hier auch, das finde ich gut. Aber dann gibt es halt welche, die haben halt aus welchem Grund auch immer dann nochmal so Übungen, okay, jetzt machen wir Bruchrechenübungen, so als ob wir in der Grundschule wären, so oder 5., 6. Klasse, so. Ich finde es sinnvoll, solche Sachen zu trainieren, aber macht es nicht bitte in ein TMS-Übungsbuch, okay? In TMS-Übungsbüchern muss man den ganzen Platz nutzen für richtige Quanti-Simulationen. 5 Stück haben wir hier, außerdem habe ich doch gar nicht gesagt. Also es ist viel sinnvoller, deine eigenen, diese, sagen wir, Grundlagen an den Quanti-Aufgaben zu trainieren und nicht anhand von irgendwelchen vollkommen trockenen Übungen, die du so im TMS nicht haben wirst. Schauen wir uns einfach mal so Aufgaben an. 5 Krankenschwestern schaffen es in 40 Minuten, okay, typische, sag schon, Proportionalitätsaufgabe. Hier, oh. Ja, dann hier typische Logarithmusaufgaben. Das ist auch so eine gute Sache, dass die hier auch so ein paar Logarithmus-Sachen reinnehmen. Das hatte ich nämlich so beim TMS, da hatte ich nur so, ich hatte so 2, 3 Logarithmus-Aufgaben. Ich hatte in meiner gesamten TMS-Vorbereitung 2
Logarithmusaufgaben, also in allen Übungsbüchern, in allen Quanti-Übungsbüchern gemacht habe, 2 Logarithmusaufgaben. Aber weil ich halt gemerkt habe, okay, Karim, du hast gar keine Ahnung, habe ich alle Logarithmusgesetze damals auswendig gelernt, wirklich wie ein Verrückter. Und zum Glück habe ich das gemacht, weil im TMS hat mir das echt was gebracht. Hier ist es zum Beispiel, hier ist es zum Glück so, dass hier wirklich schon ein paar mehr haben. Hier schon wieder Simulation 5, Aufgabe 5 mit dem Logarithmus Naturalis. Ja, also definitiv ist wirklich schon eher, also hier kommen auch nicht mehr so Aufgaben dran, die, sagen wir mal, eher selten dran, also so richtige, so klassische Logikaufgaben, die es im TMS jetzt nicht unbedingt gibt, sondern wirklich auch so zum Beispiel so Bakterienwachstum, Exponentialfunktion und sowas. Also das sind so Sachen hier wirklich gut gemacht, was Quanti angeht. Nur eine Sache, die mir jetzt auffällt, so wenn ich hier so gerade die anderen Untertests mir an, also die anderen großen, so du hast hier in MATLAB hat man 5, in Quanti hat man 5, in Textverständnis hat man 4, kurz Diagramm und Tabellen hat man auch 4. Das ist halt keine riesige Anzahl an Gesamtsimulationen, also an kompletten Simulationen ist. Hatte ich die auch schon mal gefragt, weil ich, als ich das so, als ich das gesehen habe, als sie das gelauncht haben. Der Grund liegt daran auch, dass sie letzten Endes halt, sehe ich jetzt auch den Sinn selber dahinter, dass du in den großen Untertests, es ist sinnvoller, lieber weniger Übungen auf einem extrem hohen Niveau zu machen, anstatt, sagen wir mal, nur, 6, 7, 8 verschiedene Simulationen zu haben, aber wenn die ersten 4 oder 5 davon halt eher so sind, dann bringt es dir halt auch nicht. Dann hast du halt einfach nur Papier verschwendet, Geld eigentlich verschwendet. Deswegen, wenn hier so, sagen wir mal, wenig Simulationen sind, dann einfach nur, weil alle Simulationen, sagen wir mal, auf einem relativ hohen Niveau sind, also auf dem TMS nahen oder sogar noch schwerer als der TMS sind, finde ich eigentlich auch besser so. Ich glaube, da sollte man sich auch mehr so in der TMS-Industrie auch mehr in die Richtung entwickeln, dass man nicht unbedingt nur auf Masse geht, sondern halt auch viel mehr wirklich auf die Qualität. Aber perfekt, dass wir da halt die How-to-Mets haben. So, Textverständnis. Das war einer meiner Lieblingsunterteile, das muss ich echt sagen. Textverständnis habe ich echt gemocht. Nachbereitung und Vergleich. Genau, hier gehen die auch nochmal drauf ein, so von wegen, okay, vergleichen sei nicht gut in der TMS-Vorbereitung. Habe ich auch schon, also, ich glaube, heute rede ich mal gar nicht mehr so oft darüber, aber auch grundsätzlich so ein Tipp, den ich geben kann, lasst das mit dem Vergleichen, weil, also, mit euch mit irgendwelchen anderen Vergleichen oder irgendwie auf solchen Online-E-Learning-Portalen euch da mit anderen zu vergleichen und darauf irgendwie zu achten, weil das bringt euch nicht. Wenn ihr besser seid, dann habt ihr irgendwie ein schlechteres, dann kommt so eine Feedback-Loop so zu euch, so, okay, ich bin jetzt gut, ich kann mich vielleicht so ein bisschen entspannen, so. Wenn ihr schlechter seid, dann macht ihr euch nur Sorgen. Und ganz im Ernst, die Ergebnisse von anderen könnt ihr nicht kontrollieren. Ihr könnt, das Einzige, was ihr kontrollieren könnt, ist halt eure eigene Leistung. Und entsprechend guckt einfach nicht auf das, was andere haben. Das bringt euch halt einfach gar nichts. Ich habe ja auch damals in meinem eigenen TMS, im Textverständnis-Video, habe ich auch nochmal so ein bisschen erklärt, welche verschiedenen Lesestrategien es gibt. Hier sieht man ja einmal Methode 1, Methode 2 hier auf der rechten Seite unten. Ich hoffe, man sieht das gut. Das ist halt schwer zu sehen, weil ich halt die Kamera so, ich kann nicht den Bildschirm so ganz einfach immer sehen. Aber darauf gehe ich hier auch nochmal ein. Boah, häufig gemachte Fehler, Nachbereitung. Boah, auf der Nachbereitung sind die hier auch sehr ausführlich. Das finde ich gut. Das finde ich halt echt, echt gut. Also, dass das endlich mal ein paar mehr Leute so anfangen, so zu checken, was da halt wichtig ist. Ah, jetzt verstehe ich auch, wieso halt immer wieder auch so Leute, die mir halt so schreiben, Karim, ich habe, 95% gehabt so letztes Jahr und wenn ich die dann frage, okay, welches Ergebnis, mit welchen Büchern so, da war immer so How-to-Math dabei. Und jetzt verstehe ich auch wahrscheinlich, weil sie durch How-to-Math dann auch so ein bisschen verstanden haben, okay, Nachbereitung ist wirklich wichtig. Okay, schauen wir uns mal die Texte an. Was haben wir hier? Einmal Vitamin D, was ja eigentlich kein Vitamin ist, sondern eigentlich ein Hormon, ne? Aber ist eine lange Geschichte in der Medizin. Dann Wasserausscheidung. Ah, auch so klinische Sachen. Okay, das ist auch cool, ja. Bei einigen Übungsreihen hast du so zum Beispiel, wenn du dich mit bestimmten Organen beschäftigst, das ist so zum Beispiel so aufgeteilt, um halt mehr Texte zu haben, ist dann halt so aufgeteilt, okay, du hast zum Beispiel erst Lunge, Lungeanatomie, dann Lunge Physiologie, Lunge, okay, Lunge Biochemie wahrscheinlich nicht, aber zum Beispiel Leber, Leberanatomie, Leberphysiologie und Leber Biochemie, sowas. Und hier bei den Texten ist es halt nicht so gemacht, hier ist es halt wie im TMS, dass du halt schon mehr alles in einem Text hast. Finde ich auch gut so, weil du wirst, also ein Text nur zur Leberanatomie, das ist halt wirklich halt einfach nicht so, wie du es im TMS haben würdest. Genau, auch hier 4 Simulationen, wie gesagt, Quantität über Qualität. Da kriege ich echt böse Flashbacks an mein eigenes Anatomietestat von vor kurzer Zeit. Ist halt auch cool jetzt, also ich weiß endlich, ich habe mein drittes Semester hinter mich, ich habe den größten Teil der Vorklinik. Das ging extrem schnell. Definitiv von der Themenauswahl hier auch eine riesige Varietät, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwelche Themen hier so mehrmals durchsieht. Es sind auch eher Themen, wo ich schon selber so sagen würde, okay, vom Gefühl her würde ich schon sagen, das könnte schon im TMS stattfinden, könnte rüberkommen. So, das war's mit Textverständnis. Alter, Figuren und Fakten, 30 Simulationen, Figuren und 25 Simulationen, Fakten lernen, okay. Okay, da haben wir mal ordentlich auf den Putz gehauen. Machen wir mal Figuren auf. Auch ein Test, dem ich zwiegespalten gegenüberstehe.
Wer weiß, in den meinen Streams werde ich wahrscheinlich sicherlich, wenn mich Leute mal was dazu fragen, werde ich dazu erzählen. Achso, zur Info, ich streame jetzt ab sofort, das heißt, also wieder, wenn ihr mir Fragen stellen wollt zum TMS, dann einfach in den Streams vorbeifragen, weil auf Instagram komme ich da echt nicht mehr hinterher, also sag schon, TMS-Coaching-Anfragen nehme ich noch an, bald mache ich das wahrscheinlich über eine Website, aber ja, in den Streams, das ist vor allem dort, wenn ihr Fragen stellen wollt. Und, kommen wir jetzt hier zu Figuren lernen von How to Met? Ja, das sind Leute, die endlich mal zum allergrößten Teil wirklich nur Volleyballfiguren haben, die halt von außen so alle relativ ähnlich aussehen. Also hier, das ist zum Beispiel hier Simulation 2. Wenn man sich das hier anguckt, kann man überhaupt nicht vergleichen mit anderen Anbietern so, die Simulation 2 so. Also Figuren lernen sind sie wirklich. Ah nee, warte, Quatsch, hier ist Figuren 4, aber trotzdem, also was Figuren lernen angeht. Okay, on top. Das hätte mir echt gefehlt, weil ich da halt am Ende meiner Vorbereitung extreme Probleme hatte mit Volleyballfiguren. Das war halt wirklich so. Ich habe in Figuren lernen. Ich hatte damals Midgurus, glaube ich, für Figuren und auch noch Matrix, aber ich habe sehr viel mit Midgurus damals. Nee, genau, ich hatte eigentlich nur Midgurus, glaube ich, und die Aufgabensammlung von Matrix. Und Midgurus ist halt so damals bei mir gewesen, die von 25 Simulationen, die ersten 15 waren so richtig easy Figuren, wo du von außen hättest sagen können, das sieht jetzt aus wie, keine Ahnung, der Millennium Falcon von Star Wars. Also wirklich so, wo du schon von außen extrem krass erkennen kannst, wie das ist. Und das waren die ersten 15, die letzten 5 oder sowas, oder fing schon, oder wo eigentlich nur die letzten 3, 5 sowas, da fing es an, schon ein bisschen mehr Volleyballfigur-mäßig zu werden. Aber selbst das war dann nicht so krass, deswegen musste ich halt dann auch auf Matrix umsteigen, Aufgabensammlung. Da war es dann auch nochmal schwerer, waren aber halt auch nur 3 Simulationen. Und hier ist halt echt so, dass wir von Anfang an gleich schon all diese Volleyballfiguren haben, die sich halt extrem ähnlich aussehen, und wo du halt nicht sagen kannst, okay, schon nur am äußeren Umriss kannst du das kreieren. Deswegen sehr gut. Hut ab. Reproduktionsphase, also muss man eigentlich auch nicht so viel dazu sagen. Was ich mich jetzt gerade frage, kann es sein, dass sie vielleicht, weil einige dieser Bücher, ich weiß nicht, also ist einfach nur so, also würde ich niemanden böse nehmen, ist einfach so eine Sache, die ich frage, weil hier sind extrem viele Sachen so in der Nachbereitung, wo mir so auffällt, das habe ich auch selber so, das habe ich so in meinem Video selber so gesagt. Kann es sein, dass vielleicht, ich weiß ja zum Beispiel, dass Marita zum Beispiel, eine von den Vieren, die hat ja meine Videos geguckt zum Beispiel, das weiß ich. Kann es sein, dass sie vielleicht einige Sachen, die ich selber in meinen Videos gesagt habe, dass sie die auch in die Bücher reingenommen haben? Also, wenn ja, würde ich mich echt geehrt fühlen, weil hier zum Beispiel auch diese Sache hier in der Nachbereitung, okay, wenn du fertig bist, also mit Figuren, Liste erstellen mit Begriffen, die du besonders gut merken konntest oder welche besonders schnell in den Sinn gekommen sind. Und ja, und hier haben sie auch echt extrem, wow, okay. Hier muss man echt sagen, bei den Bearbeitungsstrategien sind die hier halt echt sehr weit vorne. Also Bildergeschichten 1.0, Bildergeschichten 2.0, Blick aus dem Fenster, Eckentrick, Mischen und Vorproduzieren. Also auch vor allem dieses Mischen und Vorproduzieren ist halt auch echt so eine Sache. Auf die werde ich jetzt nicht eingehen, weil ich habe diese Strategie letztes Jahr noch nicht vorgestellt. Dementsprechend werde ich die jetzt nicht, sag schon, hier auch nicht vorlesen. Das heißt, wenn ihr die lesen wollt, dann entweder werde ich irgendwann ein Video dazu drehen oder müsst ihr hier bei denen lesen. Aber auch Figuren lernen, sehr, sehr gut. So. Weiter mit Fakten lernen. Oh, Fakten lernen. Das ist wirklich mit Abstand der Unterteil, den ich am meisten geliebt habe. Und das macht mir auch, das ist der, der mir auch wirklich am meisten Spaß macht, anderen etwas beizubringen. Weil das so, also weil Fakten lernen ist schon halt echt etwas, was extrem darüber aussagt, also wie sehr du einen Erfolg haben wirst im Medizinstudium. Nicht unbedingt, weil es darum geht, so in 5 Minuten etwas schnell auswendig zu lernen, aber weil du halt, um auswendig zu lernen, halt schon bestimmte Strategien brauchst später. Und ja, da ist halt schon so Fakten lernen echt am, wie heißt es nochmal, am Nenner der Zeit oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin, was deutsche Sprichwörter angeht, nicht mehr eher eine Katastrophe. Nachbereitung, genau. Hier Nachbereitung hat man hier wieder nicht so cool. Oh! Oh! Okay, Bearbeitungsstrategie geht bei denen sogar über von Mitte Seite 12 über Seite 13 und 14. Okay, was Bearbeitungsstrategie angeht, sind die hier bei Fakten lernen weit vorne dabei. Und die geben hier außerdem noch, hier bei den Nausitonon-Sachen gehen die auch so Prognosen ab, was man wahrscheinlich in den nächsten Jahren, also bis jetzt hier 2022 beim TMS erwarten soll. Die haben hier auch gleich schon diese Sachen mit ausländischen Namen schon relativ früh auch. Und auch, die fangen auch schon an jetzt, das ist auch so eine Entwicklung, die man hat, so, die mir aufgefallen ist, so bei Fakten lernen im TMS, dass man nicht mehr so unbedingt so ganz easy Berufsgruppen hat, sondern so ganz richtig wie Bauarbeiter oder sowas, sondern dass du innerhalb der leichten Berufsgruppen dann nochmal diese Subspezialisierungen hast, so wie, was hatte ich hier, Bauarbeiter, Gleisbauer, okay, das ist halt nicht so etwas, was du gleich so im Kopf hast, und das ist halt etwas, wo man echt schon so ein bisschen im TMS, also meine Vorbereitung sich ein bisschen so darauf spezialisieren muss. So, und dann, ach genau, dann fehlt jetzt nur noch Diagramme und Tabellen. Oh, da kann ich mir echt was, glaube ich, abgucken, was das angeht bei Diagramm und Tabellen. Weil meine eigene Erfahrung mit Diagramm und Tabellen ist eigentlich, dass es nicht so, dass man keine so richtige Bearbeitungsstrategie hat. Also ich habe da zwar einige Methoden so,
Also die einem sowohl für das Training für die Account-Tabelle helfen, um seine Fähigkeiten auszubauen, als auch um wirklich im Test dann selber da besser zu sein. Aber hier ist dann schon so, dass sie ein paar mehr Sachen haben, als ich, glaube ich, weiß. Also wohl hier, klar, natürlich die häufigen Fehler und sowas halt. Nachbereitung, hier bei der Nachbereitung sind die hier auch sehr ausführlich, eine ganze Seite für Diagramm und Tabellen. Ist auch wichtig, weil nach Diagramm und Tabellen und Quanti sind wirklich so Tests. Du kannst da nicht extrem krasse Barbon-Strategien haben, sondern du musst halt vor allem deine Fähigkeiten da steigern. Und das kommt halt vor allem durch Nachbereitung und aus seinen eigenen Fehlern zu lernen und manchmal auch nachbearbeiten. Okay, auf jeden Fall kommen hier schon mal deutlich mehr, also verschiedenere Arten von Diagrammen. Also hier haben wir zum Beispiel tatsächlich typisches Kurven-Säulendiagramm mit. Auf der rechten Seite haben wir diese Kreisdiagramme. Danach kommt hier eine Tabelle. Dann kommen hier solche, das sind so typische Diagramme, die du auch in der Physik hast, wo du mehrere, sagen wir nicht Kurven, aber mehrere Geraden hast für verschiedene Formeln. Oh, Herzaktionspotenzial. Auch nochmal, das sind. Diese Sachen sind extrem. Das ist Gold wert, wenn man sowas hat, weil das sind solche typischen Sachen, die man nicht aus der Mathematik und Physik wirklich kennt, weil das ist wirklich so richtig klassisches Medizinstudium so, weil das fordert extremes Transferdenken. Also das ist, wow, not bad, finde ich gut. Dann hier Spinnendiagramm, dann diese 3D-Diagramme, wobei ich echt sagen muss, bei 3D-Diagrammen muss man sich ja keine riesigen Sorgen machen, weil man muss halt einfach nur diesen Gedankenswitch machen, okay, 3D-Diagramm ist nichts weiter als ein Säulendiagramm halt, weil es sieht halt 3D-mäßig aus, aber Unterschied ist halt, man muss halt sich manchmal mit einem Stift behelfen, um so als ein Fake-Lineales nutzen, aber genau, Spinnendiagramme habe ich auch schon gezeigt, habe ich auch gestern jemandem anderen Coaching auch mal so erklärt, wie das läuft. Da könnte ich fast schon sagen, es ist schwerer, also bessere Diagramme, als ich in diesem Meditrain-Buch gehabt habe, was ich halt immer über alles gelobt habe, weil ich das richtig cool fand. Und außerdem hier hat man auch diese Whisker-Plot-Diagramme. Vielleicht Leute, die sich mit Aktien auskennen, die kennen das. Das sind auch nochmal ganz besondere Diagramme. Also, ganz ehrlich, ich habe hier jetzt wirklich nur in Simulation 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Also die Hälfte an den Diagrammen durchgeguckt. Nicht ein Diagramm war so, also man könnte nicht sagen, okay, zwei Kurvendiagramme oder sowas, das ist alles immer ganz verschiedene Dinger und da mindestens die Hälfte davon war ich echt begeistert, also wow. Also kurze Zusammenfassung, zu allen einzelnen Untertests ist es so, dass wirklich die meisten da wirklich vom Niveau her echt, also vor allem die großen, die schweren Untertests, die 60 Minuten dauern, die sind da echt vom Niveau angehoben so. Sie gehen da auch mehr auf Quantität als auch auf Qualität. Andersrum, gehen mehr auf Qualität als auch auf Quantität, was ich halt auch gut finde, weil, also das sage ich auch immer wieder, es geht nicht darum, wie lange du dich vorbereitest. Meistens reißt es auch einfach nur so, dich 1,5 Monate dich vorzubereiten, wenn du halt wirklich die gute Vorbereitung machst. Die haben auch am Anfang deutlich, deutlich mehr Sachen zur Bearbeitungsstrategie und Nachbereitung als andere Anbieter, sondern vor allem qualitativ besser, ne? Qualität ist immer bei dem vorne angeschrieben. Und wirklich, es ist halt alles auf dem TMS-Niveau, also es ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, okay, fängt leicht an und dann wird es immer schwerer. Nein, es ist halt wirklich alles vom Anfang auf dem TMS-Niveau, macht in meinen Augen so auch am meisten Sinn, weil, hey, du musst halt auf dem TMS-Niveau schreiben und es bringt dir nicht, die ersten 2 Monate auf einem leichteren Niveau zu haben, weil deine Fähigkeiten halt nur auf einem leichteren Niveau angepasst sind, nicht auf dem schweren Niveau. Und das heißt, du verschwendest eigentlich dann, dass du dann nicht wirklich 3 Monate Vorbereitung, sondern nur 1 Monat Vorbereitung auf dem TMS-Niveau trainierst. Also, grundsätzlich, gesamtes Fazit. Ich würde definitiv die How-To-Mats empfehlen, sich zu holen. Also eigentlich auch alle Bücher, weil in jedem einzelnen Untertest ist es halt echt so, dass die da wirklich auf, also TMS-Niveau da fokussiert sind, dass sie da halt wirklich ja, probieren, die auch sowohl vom Know-how, also von den Strategien und von der Nachbereitung dir da was zu sagen, was du da genau machen musst, als auch von den verschiedenen Fehlertypen, als auch wirklich in den Aufgaben da schwere Sachen zu haben. Also Frank, hier kam und Tabellen, letztes, das bleibt mir jetzt gerade so wirklich im Kopf, da bin ich halt echt begeistert, finde ich richtig cool. Also definitiv empfehlen, weil ja, du kannst halt damit auf dem TMS-Niveau trainieren und du musst halt letztendlich auf dem TMS-Niveau trainieren. Es macht gar keinen Sinn, erst mit leichten Sachen zu trainieren, weil ja, du trainierst, also das habe ich ja gerade eben gesagt, weil es so wichtig ist, sage ich es dann einfach nochmal. Es bringt dir nichts, auf leichte Sachen, mit leichteren Sachen zu trainieren, weil du dich einfach nur auf ein anderes Niveau anpasst, was halt nicht TMS-Niveau ist. Aber du willst dich ja nicht, denke mal, langfristig steigern, du willst halt einfach so schnell, wie das nur geht, auf dem TMS-Niveau sein, um da halt wirklich abzusahen im TMS. Und du wirst halt auch merken, wenn du dich erstmal wirklich mit den wirklich schweren Sachen beschäftigst in der Vorbereitung, ist es so, dass am TMS-Tag selber es deutlich einfacher sein wird. Also ich hatte dieselbe Epiphanie selber auch, vor allem, also bei mir waren es damals noch die Matrix, die wirklich schwer waren für mich und das war dann für mich im TMS so, ich will jetzt nicht sagen so easy, aber es war halt echt, ich habe nicht dieses krasse Struggle gehabt, was ich mit den Matrix gehabt habe, einfach nur, weil ich, dadurch, dass ich halt schweres Material genutzt habe, war ich halt im TMS selber
leicht unterfordert, sodass ich dann halt auch leicht auf die 100% gekommen bin. Und so ist es halt auch bei den anderen gewesen letzten Endes, weil sie haben wirklich die Sachen gehabt, die für sie schwer gewesen sind und haben sich jetzt nochmal nachbereitet und so sind sie halt auch auf hohe Ergebnisse gekommen. Wenn du auch schwere Übungsbücher hast, besonders grundsätzlich auch auf diese 100% Niveaus oder über 95, über 90% kommst, musst du natürlich auch dich darauf fokussieren, auch bessere Bearbeitungsstrategien, fortgeschrittenere Bearbeitungs- und Lösungsstrategien zu haben, grundsätzlich auch deine TMS-Vorbereitung zu optimieren und auch einen perfekten Lernplan zu haben. Und wenn du willst, dass ich das Ganze mit dir auch mache, dir da so viel Unterstützung gebe wie nur möglich, dann schreib mir einfach auf Instagram, dann können wir so ein TMS-1-on-1-Coaching vereinbaren. Das ist dann halt so etwas, was ich halt immer mit den Leuten sehr gerne mache. Einfach auf Instagram schreiben und wenn du kein Interesse daran hast und dir selber einen Lernplan stellen willst, dann ist hier mein Video dazu. Danke fürs Zuschauen und DNA WIG.